einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Heute machen wir wieder was ganz Besonderes, Tolles, was Schönes. Und zwar ranke ich, denn ich bin sehr im Thema tatsächlich, sämtliche Marvel-Filme und Serien. Alle. Scheinbar. Und wie gesagt, in dem Thema bin ich drin. So, welcher Iron Man ist denn das? Das Iron Man 1? Sehe ich nicht. Sieht das einer? Weiß das einer? So wie zu, er ist im Thema drin. Ja, keine Ahnung, wie das Plakat von Iron Man 1 aussieht. Was weiß ich. Dann mach's doch ganz, dass ich es auch erkennen kann, was der Phase ist. Wir behaupten mal, das Iron Man 1, ne? Und da muss man ganz klar sagen, Iron Man 1 startet direkt mit S. Iron Man 1, einer der besten. Es war der erste MCU-Film tatsächlich. Ich war damals im Kino drin. Und es hat mich weggeblasen, hat es mich. Tatsächlich. Komplett. Ja klar, das hier ist Iron Man 2 und das ist dann Iron Man 3, das passt schon. Der hat mich richtig weggeblasen. Iron Man 2 hingegen hat mich gar nicht weggeblasen. Iron Man 2, Pari auf C, der hat folgendes Problem. Aber erstmal, der Daniel FGA ist ein guter Typ. Der geht mit 32 Monaten direkt rein. High Five, vielen Dank für den Resub. Was ist mit Hulk, Wellnuss? Hulk, reden wir drüber, wenn Hulk dran ist. Frag doch jetzt nicht nach Hulk. Wir kommen doch dahin. Was ist mit Hulk? Da ist er. Und wenn er dran ist, rede ich drüber. Jetzt sind wir bei Iron Man 2, aka Depressions-Iron Man. Oh, die Schwere der Welt auf Iron Mans Schultern. Wisst ihr, er hält sich einfach für fucking Daredevil in dem Moment. Oder für fucking Arrow. Er hält sich für fucking Arrow. Oh, I failed this city. Ja, ganz, ganz belastend, weiß ich nicht. Du hast die Iron Man vertauscht. Also hier steht Iron Man 2, ganz eindeutig. Da ist eine 2, also ich habe sie nicht vertauscht. Und das hier könnte auch Iron Man 1 sein. Ja, nee, das ist Iron Man 1, okay, stimmt. Das da ist Iron Man 3, weil ich erkenne den Bösewichter. Iron Man 3, ich erinnere mich halt gar nicht. Man muss ehrlich sein, ich erinnere mich nicht. Guten Morgen, Protein. Ich erinnere mich nicht, aber der war besser als Iron Man 2. Da bin ich mir sicher, das war das Schlimmste ever. Dann haben wir hier scheinbar, und das könnte sein, es ist halt so schwer zu erkennen, welcher Film da gemeint ist. Kann man noch nicht da dran? Das muss Captain America 1 sein, ja. Na, das, was ist denn das dann? Was ist das? Welcher Film ist das? Kann schon mal einer gucken, was ist das für ein Film? Wie heißt der? Den kann ich gar nicht. Welcher ist denn Captain America 2 gewesen? Was passiert denn da? Kann man da einmal ganz kurz ein. Ich bin mir gerade unsicher, was da passiert. Samuel, 41 Monate, vielen Dank für dein Resub. Winter Soldier. Ja, das ist halt auch ein bisschen her, ne? Und so dieser Film, damit bin ich damals mit einem Mädel ins Kino gegangen. Und ich fand den Film so scheiße, dass es mir richtig peinlich war. Weil wir müssen es doch Kleider machen, man sieht sonst gar nicht die. Man muss auch das Ranking sehen. Schwierig, naja. Das war mir richtig, richtig unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht nochmal gucken sollte. Und dann würde ich ihn vielleicht höher ranken. Aber mit dieser Erinnerung kann ich nur sagen, war fürchterlich. Fürchterlich, es war mir super unangenehm. So, und an den Winter Soldier erinnere ich mich kein Stück. Ich erinnere mich an keine Sekunde von diesem Film. Den muss ich nochmal gucken. Das werde ich halt all diese Filme kennen, weil ich habe zwei Filme gesehen. ETF. Was machst du den ganzen Tag? Videospiele spielen, das macht mir Spaß. Na gut. Ich erinnere mich an keine Sekunde von dem. Wobei, warte mal, das ist mit Black. Nee, das ist Civil War mit Black Panther, oder? Black Panther, kommt der in Civil War vor? Oder ist das der mit Black Panther? Ist der? Nee, Civil War? Ich erinnere mich nicht. Ja gut, dann machen wir ihn auch auf D, weil ich erinnere mich. Also. Hab ich den denn gesehen? Ich würde sagen, ja, den habe ich gesehen, aber. Verrückt. So, Civil War. Jetzt kommen wir endlich zu den guten Filmen. Mit Spider-Man.
Man und mit Black Panther und Captain America gegen Iron Man. Geiler Fight und dies und das. Den sehen wir auf A, das ist doch ganz klar. Das ist doch eine klare Ansage, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Arschgeiler Film, ich erinnere mich sogar. Ich habe da sogar Szenen im Kopf. Verrückt. Jetzt vielleicht eine etwas kontroverse Meinung. Tor 1 packe ich auch auf A. Denn ich finde Tor 1 ist arschwitzig. Jetzt habe ich es gesagt. Ich fand den saulustig. Die Szene, wo er einfach das Bierglas auf den Boden wirft und ein neues will und so. Arschwitzig. Ich habe gelacht. Ich fand den gut. Ne, könnt ihr mich haten für. Ist in Ordnung. Ich fand ihn gut. Hat mir gefallen. Tor 2 hingegen. Oh mein Gott. Definitiv D. Würde ich normalerweise sogar... Nee, warte. Der kriegt... Tor 2. Der braucht eine eigene Reihe. Der braucht eine gute alte Schwanzreihe. Das ist so. Schwanz. Tor 2 ist, ich würde sagen, definitiv der schlechteste MCU-Film. Will da jemand gegensprechen, argumentieren für Tor 2? Ich weiß es ja nicht, aber das ist, also, kannst du gar nicht in Worte fassen. Hier ging Tor 3, ist auch easy A, der war wieder arschlustig. Keine Ahnung, fand ich auch mit Hulk dabei, ne, beste Leben. Hier ist ein Argument, Ant-Man 2. Ey, Ant-Man 1 ist erstmal mega geil. Und Ant-Man 2 war okay. Definitiv okay. Hulk. Boah, der gute alte Hulk. Ich weiß noch damals, den habe ich nicht im Kino gesehen, glaube ich. Da hatte nämlich auch das Kino, wo ich war, hatte extra so ein Ding aufgestellt, dass die deutsche Version so geschnitten haben, dass man den nicht gucken sollte. Soll man nicht machen. Habe ich dann irgendwann mal gesehen. Ich glaube, so scheiße wie die ist der nicht. Ich glaube, das ist so ein C-Ding. Okay, eigentlich. Aber ich erinnere mich halt auch kaum. Ich erinnere mich da an den Abschluss. Der Teig, der so ein bisschen die Militärsachen zertrümmert. Das weiß ich noch. Aber es ist halt auch, das ist halt, wie gesagt, zig Jahre her, ne? Ein einziges Mal gesehen. Relativ zum Release, als dann das DVD-Release war. Was weißt du davon schon noch? So, das hier wird Avengers 1 sein, ne? Behaupte ich mal. Der erste Avengers. Da war man krass gehypt, ne? So diese ganzen 5 Superhelden in einem Film. Imagine. Das ist Endgame. Warum machen die das denn nicht von... Weißt du, welcher ist denn davon 1? Ich kann kaum erkennen, was das überhaupt ist. Welcher ist denn davon 1? Ist der dann 1? Der linke, das ist 1. Okay. Ja, man war gehypt, ne? 5 Superhelden in einem Film. Ich flippe aus. Wenn natürlich auch Teile der Superhelden Black Widow und Hawkeye waren. Trotzdem, 5 Superhelden in einem Film. Das geht ja gar nicht, ne? Packen wir mal auf A, war am Ende ziemlich geil. So, dann suchen wir jetzt Age of Ultron. Wo ist denn Age of Ultron? Das könnte der hier sein, ne? Ich hier so lese, Age of Ultron. Bestimmt. Age of Ultron, ich weiß nicht, den finde ich irgendwie nicht gut. Im Vergleich zu, ja, das ist das Problem, genau. Man kann den nicht auf S setzen, weil da kommen halt andere. So, Age of Ultron finde ich irgendwie echt, fand ich nicht so gut. Den fand ich ein bisschen langweiliger. So, Ultron als Gegner auch irgendwie so ein Roboter. Und, weiß ich nicht, ne? So, hier wurde gesagt, das ist Endgame. Dann ist das ja scheinbar Infinity War. Ja, ist S, ne? Genau wie der. Das ist ja S. So. Guardians of the Galaxy. Da mache ich mir jetzt keine Freude. Keine Freunde mit. Weil die meisten Guardians of the Galaxy aus irgendwelchen Gründen übertrieben geil finden. Ich sag mal, das ist der zweite. Das ist so nervig. Gut, dann nehmen wir erst den. Der erste. Den ersten würde ich auf B setzen. So, und den zweiten. Dem zweiten muss man eine Sache vielleicht zugute halten. Wisst ihr noch, als ich in der
in der Speiseröhre Herpes hatte und sich Trinken mit wie Rasierklingen durch den Hals angefühlt haben und so. Das war der Tag, also das war einer der Tage, an dem ich diesen Film gesehen habe. Tierlist gewünscht. 18 Monate, vielen Dank für dein Resub. Das war einer dieser Tage tatsächlich. Der hat einen schweren Stand. Es könnte halt sein, dass ich alles scheiße gefunden hätte, während ich das so hatte, weil das war eins der schmerzhaftesten Sachen jemals. Und schlimmsten. Ja. Ja. Wie gesagt, hat einen schweren Stand bei mir. Würde ich auf D packen. Hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Aber es kann durchaus sein, dass es damit zusammenhängt. Ja. Ant-Man. Ich bin fast gewillt. Also Ant-Man 1 fand ich so gut. Das war für mich so eine Überraschung. Eigentlich wollte ich den gar nicht sehen die ganze Zeit, weil ich mir so dachte, Ant-Man. Blödsinn. Aber ich fand ihn am Ende so witzig und gut. Pack ihn auf A nach ganz vorne. Der hat mich echt überrascht. Der war überraschend gut. Ant-Man and the Wasp. Den eher so auf C. Der war dann nicht mehr so gut. Der hat sich das alles schon so ein bisschen... Ne, man war dann schon... Man hatte die Witze ja alle schon in A hier beim ersten gehört. Beim zweiten war es dann nicht mehr so. Und auch irgendwie insgesamt... Ist natürlich auch eine Frau dabei, ganz klar. Das kann Wollo nicht gefallen. Weiblicher Held am Start, gar keinen Bock. Was willst du machen, ne? Doctor Strange. Easy A. Mega guter Film. Würde ich halt auch noch vor die anderen. Vielleicht auch sogar vor Ant-Man. Na, weiß ich nicht. Aber das war so ein... Doctor Strange war auch für mich so ein Ding. Von dem wusste ich gar nichts. Ist vielleicht auch immer ein Vorteil, wenn man so gar nichts weiß von dem jeweiligen Helden. Wenn man die Origin-Story und so erlebt. Ist dann ganz geil. Ja, Black Panther muss leider auch auf Schwanz. Ist einer der wenigen Filme, die ich nicht zu Ende gesehen habe. Jetzt musst du vorsichtig sein. Nee, die finden voll viele nicht gut. Ich konnte ihn nicht zu Ende, war so langweilig. Das war so langweilig. Das war so langweilig. Nee, es war einmal langweilig. Jetzt mal im Ernst. Habt ihr eine Meinung zu Black Panther? Ich finde ihn so langweilig. Ich habe ihn nicht zu Ende gesehen. Theoretisch müsste ich ihn auch nicht gesehen packen. Ich kenne das Ende nicht. Aber nach der Hälfte musste ich abbrechen. Ist hier Eternals? Das hat das gleiche Problem. Aber ich glaube, die Liste ist nicht neu genug für Eternals. Sieht zumindest nicht danach aus, oder? Nee. Also es gibt zwei MCU-Filme, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Und das ist Black Panther und Eternals. Mochte ich überhaupt nicht. Super langweilig. So, welcher Spider-Man ist das? Kann ich nicht sagen. Das ist der neueste, oder? Ich weiß es nicht. Nee, das ist der erste. Da sehe ich doch die Flügel. Ja, Doctor Strange 2 ist ja auch nicht drin, richtig. Hier sehe ich Flügel, das müsste der erste sein. Der erste, die sind alle so gut, ne? Das hier ist, glaube ich, der zweite. Und wenn das hier der dritte ist, den packe ich auf S. Der war so geil, oder war so witzig. Leute, wenn ihr den Spider-Man, den dritten, noch nicht gesehen habt, ne? Wenn ihr den dritten noch nicht gesehen habt, müsst ihr gucken. So ein guter Film, stimmt's, Fleddy? War der nicht so witzig, oder? Jetzt wird's auch wieder schwierig, denn leider muss ich Captain Marvel reiht sich leider auch bei Schwanz ein. Habe ich zwar zu Ende geguckt, aber fand ich auch überhaupt nicht gut. Oh, war der auch so langweilig. Boah, war der langweilig. Boah. Das war ein Kampf. War auch einfach ein Kampf, den zu gucken. Ja, das sind wieder, das ist wieder so typisch, aber das, die beiden Filme, das sind halt so die Filme, wo die woke Jugend sagen würde, das ist S, über S, mach mal ein extra Ding für woke hier oben, die da rein, geil. Und die sind scheiße. Ist da, oder hier ist Eternals, Alter, geil, da ist auch Schwanz. Oh, waren die scheiße. Black Widow,
Gibt's viele Hater tatsächlich, aber ich fand Black Widow eigentlich relativ gut. Kann man auf B einordnen. Aber war ein guter Film. Habe ich auch direkt auf Disney Plus gesehen. Ich glaube, der kam ja auch nur direkt auf Disney Plus. Der kam ja bei Corona-Schmorona-Zeit. Naja, hier Shang-Chi. Oh mein Gott. Da habe ich auch so oft von Leuten gehört. Boah, Wallo, Shang-Chi. Ist der beste Marvel-Film. Der beste Marvel-Film. Der so, hier. Bester Marvel-Film. Shang-Chi. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht der beste Marvel-Film. Der ist nicht Schwanz. Aber ich würde sagen, einer der schlechtesten. Der war auch überhaupt nicht. Keine Ahnung, gegen so Fantasiewesen, Drachen und so. Nicht mein Marvel, ne? Irgendwie nicht so richtig mein Marvel. Eternals. Gott im Himmel. Auch nur bis zur Hälfte durch. Also bis zur Hälfte geguckt. Es war so, ich habe ein Viertel geguckt. Konnte es nicht mehr ertragen. Habe dann am nächsten Tag das nächste Viertel geguckt. Konnte es nicht mehr ertragen. Und dann habe ich es gar nicht mehr weitergeguckt. Also, oh mein Gott. Eternals. Das kannst du nicht gucken. Das ist unmöglich. Also wer Eternals am Stück guckt, Wahnsinn. Also so ein Durchhaltevermögen, Respekt. Das ist krass. Junge, The Batman ist einfach der beste Film aller Zeiten. The Batman würde ich hier ansetzen. Direkt auf Platz 1. Easy auf Platz 1. Das ist übrigens aktuell der beste. Der beste MCU-Film. WandaVision. Wir kommen zu den Serien. Geil. Die Serien. WandaVision. Weiß nicht, ob ihr WandaVision gesehen habt, aber es geht erst so los in so einer schwarz-weiß 60er-Jahres-Sitcom. Startet die Serie. Und das zieht sich auch erst so 3 Folgen lang, dass es immer in so einer Sitcom ist. Und dann so ein bisschen durch die Jahrzehnte geht. Die verschiedenen Sitcoms. Und dann erst so eine richtige Serie wird. Mit einem übergreifenden Thema und so. Ich hatte zwischendurch erst Angst, ne? Als ich so die ersten 3 Folgen geguckt habe, dachte ich mir auch so, boah, wenn das so weitergeht, ne? Weiß ich nicht, ob mir das dann gefällt. Gott sei Dank haben sie es geändert. Somit ist WandaVision natürlich easy peasy Art hier. Easy peasy Art hier. Sehr, sehr gut. Loki. Ja, ich sag mal, Owen Wilson und Loki himself. War geil, aber was mich da ein bisschen stört, ist natürlich auch, dass eine Frau mitspielt. Nein, Spaß. Späßchen, ne? Ich hoffe, man versteht das. Was mich da ein bisschen gestört hat, war, Loki verfügte halt nicht wirklich über Fähigkeiten in der Serie. Die sind ja gesperrt für ihn. Das nervt mich ein bisschen tatsächlich. Der mehr oder weniger normaler Mensch die ganze Zeit ist. Aber du fandest Loki war die beste Serie. Na, da habe ich tatsächlich eine andere Meinung. Ich habe eine ganz verrückte Meinung wahrscheinlich. Loki fand ich ein bisschen besser als WandaVision. Aber ist auch nicht S. Jetzt kommt die wilde Meinung. Hawkeye. Damit kann keiner rechnen. Aber die Hawkeye-Serie. Zucker. Die spielen im Winter. Das ist ein großer Vorteil. Die spielen im Winter. Es ist die ganze Zeit so weihnachtliche Atmosphäre. Es kommen auch hin und mal wieder Weihnachtslieder drin vor. Und das ist einfach, die macht Spaß. Die macht richtig Späßchen. So, das Mädel ist auch, also in den Trailern sah es so aus, als wäre das Mädel so drauf, dass sie sich die ganze Zeit so über Hawkeye stellen würde. So, krass, ich bin besser. So als du. Da dachte ich schon so, oh mein Gott, das wird bestimmt richtig anstrengend. Aber so war es am Ende gar nicht. Die ist super sympathisch. Und die Serie hat mir so gut gefallen, dass ich sagen würde, das war die beste Serie. Die beste Marvel-Serie bisher. Das, was bei Loki stört, ist halt, dass es noch gar keinen Zusammenhang hat zum restlichen MCU. Ja, richtig. Also, aber wobei, also mir wurde ja gesagt, der Endböse, der da präsentiert wurde bei Loki, wäre halt die neue Überbedrohung auch. Die Autos, ja, das ist also mega geil. Wie gesagt, die macht einfach Spaß. Hawkeye macht durchgängig Spaß. Die ganze Serie ist einfach perfekt. Die macht richtig Bock. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute keinen Bock hatten, das zu gucken. Wegen Hawkeye. Verstehe ich voll. Wer hat schon Bock auf Hawkeye?
Außerdem ist Hawkeye so ein bisschen so ein grummiger weißer Mann, ne? Da fühle ich mich auch ein bisschen abgeholt. Fühle ich mich repräsentiert. Gefällt mir ganz gut. What If? Habe ich nur eine Folge von gesehen. Ist halt so ein Animations-Zeichentrick-Gedöns. Kein Bock. Da bin ich auch wieder der alte weiße Mann, der keinen Bock auf seine Zeichentrick. Habe ich keinen Bock. Punkt. Verklagt mich doch. Ich habe keinen Bock. So, Captain America and the Winter Soldier, beziehungsweise The Falcon and the Winter Soldier, die fand ich auch ziemlich, würde ich auch vor WandaVision, aber hinter Loki packen, tatsächlich. Die war auch sehr, sehr gut, also die hat auch richtig Spaß gemacht. Nicht so viel Spaß wie Hawkeye, aber die war schon gut und hat auch schön die deepen Themen ein bisschen drin, ne? So deep, wie es eben sein kann bei Marvel. Sagen wir es mal so, jetzt ein bisschen schwierig hier, die ganz alten Spider-Man-Filme. Die ganz alten Spider-Man-Filme, das ist halt, die habe ich halt in den 90ern gesehen, ne? Oder 2000, wann die rauskamen. Die habe ich halt 20 Jahre plus nicht mehr gesehen. Und wir wissen ja, wie gut meine Erinnerung an sowas ist. Ich habe keine Ahnung, die sind blind, das wäre blind, also die könnte ich alle blind gucken. Ohne Probleme. Deep Sword with a Deep. Sozusagen, ja. So kann man The Falcon and the Winter Soldier beschreiben, ja. Ja, weiß ich nicht. Wie mache ich das dann? Ne, schwierig. Die waren schon gut. Also, ich sag mal so, wie ich mich damals erinnere. Aber ich könnte auch nicht unterscheiden, welchen ich jetzt besser fand oder so. Ich sag mal, ich pack die mal unter nicht gesehen, weil ich mich einfach nicht mehr erinnere. Leute, ich erinnere mich nicht mehr. Es tut mir leid. Das hier sind die Amazing Spider-Man-Filme. Da habe ich auch eine kontroverse Meinung zu, denn ich fand die beide ziemlich gut. Denn ich glaube, die allgemeine Meinung ist, alle hassen Amazing Spider-Man. Ich war in beiden im Kino und ich fand, also generell war ich bei fast jedem dieser Filme im Kino. Ja, also die Spider-Man-Filme damals fand ich auch mega gut, das weiß ich noch. Selbst meine Mutter findet die gut und die hasst alle Superhelden-Filme. Das ist Spider-Man, nein, das hier sind die Spider-Man. Das ist Spider-Man 1, 2, 3, oder? Und das hier ist Spider-Man, ist doch egal. Ich hab's ja jetzt gesagt. Naja, gut, okay, dann ist das Amazing Spider-Man. So? Ist doch scheißegal. Ja, wie gesagt, lass ich darauf, weil ich erinnere mich halt einfach nicht mehr. Ich weiß nicht. Die könnte ich auch demnächst mal wieder gucken. Habe ich auch eigentlich Bock zu. So, Venom. Venom, mega verhasst, ne? Auch mega verhasst. Alle haben so, boah, Venom ist so scheiße, oh mein Gott. Beschissenster Film aller Zeiten. Und ich muss sagen, also den ersten Venom, safe auf B. Also Venom 1 fand ich ziemlich gut. Venom 2 fand ich auf jeden Fall schlechter. Vielleicht sogar D. Venom 2 war nicht gut. Also Venom 2, bisschen schwierig, ne? Aber Venom 1 war durchaus in Ordnung. So, X-Men, Schmix-Man, ne? Muss ich auch, also da werde ich jetzt auch, Leute, ich habe alle gesehen, aber ich weiß davon, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nichts mehr davon. Gar nichts. Keine Ahnung. X-Men. Logan, an Logan erinnere ich mich aber doch noch. Logan ist A. Logan ist stark. Aber an den anderen, ich könnte jetzt keinen hier zuordnen, ne? Keinen dieser X-Men-Filme könnte ich in irgendeiner Form zuordnen. Keine Chance. Aber hier die Sachen kann ich alle zuordnen. So ziemlich. Außer hier den ganzen Kindergeburtstag dann wieder. Deadpool. S. Aber ich fand die X-Men-Filme gut. Nee, die sind nicht Resident Sleeper. Ich mochte X-Men. Also das sind auch gute Filme. Die würden auch alles safe so B, A-mäßig. Vielleicht 1, 2 oder C würde ich die ranken. Aber ich, wie gesagt, ich erinnere mich halt nicht mehr. Das ist zu lange her. Deadpool 2 war nicht mehr so geil wie Deadpool 1, aber immer noch geil genug für A, definitiv. Freue mich auch schon sehr auf Deadpool 3. Ey, hier fehlt aber ein ganz wichtiger Film, ne? Ein ganz, ganz wichtiger Film fehlt hier. Ich sehe Morbius nicht. Ich denke, wir müssen eine neue Liste machen.
Ohne Morbius funktioniert das System hier nicht. Tor 4 fehlt auch. Der war scheiße. Also wenn ihr wissen wollt, wie Tor 4 ist, scheiße. Scheiße. Boah, war scheiße. Nicht Schwanzscheiße, aber D-Tier scheiße. Fand ich echt scheiße. Also Morbius fand ich besser als Tor 4. Wirklich. So, Daredevil. Daredevil? Ah. Würde ich auch sogar noch vor WandaVision packen. Daredevil ist wahrscheinlich die beste Netflix-Marvel-Serie. Ja, Tor 4 war absolut unlustig. Wirklich, das war krass. Das war echt krass. Also selten so enttäuscht gewesen wie bei Tor 4. Daredevil war auch damals so, war die erste Marvel-Serie auf Netflix. Und ich weiß noch, wie die rauskam und ich sie durchgebinged habe. Ne? Ich war so begeistert. War so begeistert davon, war so gut. So, das hier müsste Iron Fist. Ja, Iron Fist. Packe ich mal unter B. Ich fand die alle gar nicht so schlecht, diese Serien. Die Iron Fist war jetzt so. Na ja, gut, ich finde das eigentlich schon ganz gut eingerankt. Ne? Ich meine, die sind alle unter A, Iron Fist dann unter B, das passt schon. Luke Cage? Aber ist staffelabhängig, ne? Würde ich auch fast unter A packen, hat mir auch gefallen, der Man of Steel. Punisher, safe auch A. Würde ich sogar. Wobei Punisher vielleicht sogar vor Daredevil. Knapp hinter Daredevil. Nee, Jessica Jones kam nach Daredevil. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jessica Jones, ey. Defenders, oh mein Gott. Schwanz. Das war auch so ein Ding, ne? Da hatte man sich drauf gefreut. Sämtliche Marvel-Netflix-Helden, Superhelden-Serien zusammengefasst. Die Avengers. Avengers Light, nämlich die Defenders. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber es war so langweilig. Oh lol, gut, dass ich das letztens. Davon gibt es nur eine Staffel, das habe ich letztens geguckt auf Disney Plus. Das wurde mir vorgeschlagen hier. Inhumans. Boah, Inhumans, Leute. Gepflegtes D-Tier. Habt ihr von Inhumans schon mal gehört? Die leben auf dem Mond. Das ist so eine Königsfamilie, die über 1000 Leute herrscht. 1300 Leute leben da. Und aber die sind irgendwie auch die Bösen. Ich sag's doch, wie es ist, ne? Die sind auch die Bösen. Es geht halt darum, die leben in dieser Stadt. So, und die Königsfamilie herrscht darüber. Und bei Taka, 25 Monate, vielen Dank für deinen Resub. Und dann geht's halt darum, dass die Leute, wenn sie 12 werden oder so, keine Ahnung, okay, ich weiß das Alter cool. Jetzt nicht genau, aber dann kriegen die durch so eine Maschine eine Superkraft oder eben nicht. Und wenn die keine Superkraft kriegen, dann müssen die in den Minen arbeiten. Die Leute mit Superkräften, die können dann irgendwas Gutes machen, ne? Und die anderen arbeiten in der Mine. Und der Böse will das ändern. Der ist nämlich auch ein Mensch und will das ändern. Und diese Königsfamilie kommt dann halt auf die Erde, flüchtet auf die Erde. Und die benehmen sich da auch wie die letzten Arschlöcher. Ne? Kommandieren die normalen Leute einfach herum und so. Die behandeln, sind die ganze Zeit unsympathisch und scheiße. Keine Ahnung, ey, das war. Aber der Böse ist Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Man nimmt ihm das sofort ab. Jessica Jones. Ja, da muss ich leider auch sagen, ne? Jessica Jones ist nicht so geil. Punkt. Jessica Jones von den, besser als Defenders, aber von den Marvel-Netflix-Serien hat mir das am wenigsten gefallen. Jessica Jones kann auch nichts. Können wir darüber mal reden? Die kann ja auch eigentlich nichts. Die ist ein bisschen stark, ja. Aber ansonsten kann die nichts. Das ist, weiß ich nicht. Agent Carter habe ich nie gesehen. Das habe ich mir nie angetan. Eine Serie mit meinem ehemaligen Chef gedreht. Krass. Was? Was meinst du, Inhumans? So, Spider-Man. Jetzt kommt alles Zeichentrick, ne? Habe ich nicht. Den habe ich tatsächlich gesehen. Den fand ich scheiße, ey. Das ist dieses Spider-Man Into the Spider-Verse oder wie der heißt.
den wahrscheinlich auch jetzt alle sagen, das ist Wollo. Aber zum einen ist das gemalt, hatte ich schon keinen Bock. Und das ist halt, keine Ahnung, ey, da kommen halt andere Spider-Männchen aus anderen Dimensionen. Unter anderem kommt da Spider-Schwein. Dann kommt da so ein japanisches Mädchen im Kampfroboter. So, was soll das, Alter? Das war so eine Scheiße. Fand ich mega beschissen. Sorry, aber... hat mich überhaupt nicht abgeholt. So, die habe ich halt alle nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Warum ist da nochmal Jessica Jones? Man weiß es nicht. Tja, die Fantastischen Vier. Fand ich damals gar nicht so schlecht. Wirklich nicht. Die werden auch so komplett verhasst, so als die schlechtesten Superheldenfilme ever. Waren voll okay. Das zweite Jessica Jones sieht für Morbius. Ja, dann hier, ne? Würde ich sagen, die würde ich unter C einfach abledern. Einfach mal gepflegt unter C. Easy peasy. Ja, das ist so richtig und wichtig in meine Liste jetzt, oder? Würde ich auch sagen. Kann man so unterschreiben, ne? Kann man doch so. Oder muss da was geändert? Leute, was würdet ihr sagen? Muss da was geändert werden? Oder ist das perfekt, wie es ist? Ist offiziell, ne? Kann man als offizielle Liste. Kann man das so geben? Ist die richtige Meinung, die man haben sollte. Objektiv richtig, dankeschön. Da wurde doch vernünftig, rangegangen an das Ding. Ja, die alten Spider-Mans muss ich halt nochmal schauen. Ja, ja.